Jo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Daily Shop. Heute leider mit einem ziemlich langweiligen Shop. Irgendwie nichts besonders krasses drin. Alle Sachen hatten wir eigentlich in der letzten Zeit schon öfters mal drin. Vielleicht noch der Sanctum-Skin ist ganz in Ordnung. Aber ansonsten haben wir heute eher, ja, recht enttäuschende Skins drin. Außerdem gibt es eine recht merkwürdige Anzeige. Ihr seht schon, hier oben steht 46 Stunden. Das finde ich ziemlich krass und kann ich mir irgendwie gar nicht vorstellen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich ein Anzeigefehler sein. Ich vermute mal nicht, dass sie diese Skins hier auf der linken Seite wirklich so lange drin lassen, aber hundertprozentig sicher kann man sicher nicht sein. Außerdem gibt es ja die Vermutung, dass bald die Fußballer-Skins kommen wegen der Champions League. Da sind ja alle quasi gerade extrem gehypt drauf, alle erwarten das und ja, deswegen, ich werde euch natürlich da auf dem Laufenden halten. Heute, wie gesagt, haben wir eher einen recht enttäuschenden Shop. Ich gehe ihn trotzdem nachher nochmal kurz durch. Bei dem Skin, beim Sanctum-Skin, finde ich den Backpack noch ganz nice. Den Skin selbst finde ich eher nicht so cool, aber der Backpack, also der Umhang hier, der schaut auf jeden Fall ganz cool aus. Dazu gibt es noch die Mondaufgangshacke für 1200 V-Bucks. Mit diesem Sound. Und dann haben wir noch dieses Oblivion-Set drin. Das ist der Skin selbst mit seinem Jetpack-ähnlichen Backpack. Finde ich eigentlich ganz okay. Der gleiche oder der ähnliche Skin nochmal in blau-orange für ebenfalls 2000 V-Bucks. Und dann noch den Terminus-Gleiter für 1200 V-Bucks. Kann ich durchaus empfehlen, aber jetzt nicht irgendwie Must-Have-Gleiter oder Must-Have-Skins. Auch die rechte Seite haut mich jetzt nicht besonders um. Da haben wir erstmal die Todestal-Hacke drin. Die habe ich früher extrem gefeiert. Die war richtig nice, denn sie hätte früher so einen Rahmen-Sound, wenn man damit geschlagen hat. Den Sound haben sie leider rausgenommen und durch einen neuen ersetzt. Und zwar durch so ein Krächzen. Ich zeig's euch mal. Den finde ich leider viel, viel schlechter als den Sound früher, deswegen ja, hat sich die Hacke in meinen Augen eher verschlechtert. Früher 15 Euro auf jeden Fall gerechtfertigt, aber inzwischen finde ich die, ja, nicht mehr so cool, deswegen kann ich die leider nicht mehr empfehlen. Das ist ein bisschen schade, weil das war echt eine ziemlich nice Hacke. Dann haben wir noch die sexy Schräglage drin. Das ist, glaube ich, einer der wenigen Emotes, wo man sagen könnte, dass sie vielleicht noch einen kleinen Ingame-Vorteil bringen, weil es gibt so unendlich viele Clips, wo Leute sich dann mit diesem Emote hinter irgendwelche Objekte legen oder zum Beispiel auch in eine Badewanne reinlegen und von dort aus dann so Trickshots machen. Also damit kann man auf jeden Fall coole Sachen machen mit dem Emote. Den kann ich also auf jeden Fall empfehlen. Dann haben wir noch den Kommando-Skin drin für 800 V-Bucks. Den kann man ganz gut zu diversen Backpacks kombinieren, weil er halt so schön schlicht ist. Dann haben wir noch den Prisma-Gleiter für 800 V-Bucks. Auch inzwischen ein ziemlich alter Gleiter, immer noch mit diesem Farbeffekt drauf. Und dann haben wir noch die Dschungelspeerin. Die hatten wir erst letztens drin. Mit dem kann man sich ganz gut in der Umgebung tarnen, also so bei Bäumen und Gras sieht man den Skin besonders schlecht. Deswegen, ja, das ist so ein bisschen so ein Tryhard-Skin. Und im letzten Slot haben wir dann den Seeter-Emote für 200 V-Bucks. Ja, ist ganz in Ordnung. 200 V-Bucks gehen dafür auf jeden Fall klar. Und jo, das war's dann schon zum heutigen Fortnite-Shop. Wie gesagt, heute eher relativ enttäuschend. Sind zwar jetzt keine schlechten Items, aber so richtig umgehauen hat mich der heutige Shop leider nicht. Ich hoffe mal, dass das morgen dann besser wird. Wie immer könnt ihr mich natürlich gerne als Creator eintragen, wenn ihr mich unterstützen wollt. Einfach nur Snoxy hier eintragen und auf Annehmen klicken. Und wahrscheinlich werdet ihr dann morgen oder übermorgen auch die kostenlose Waffenlackierung bekommen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und falls ihr neu seid, könnt ihr gerne jetzt noch abonnieren. Und wie immer auch rechts zum Abstimmen, wie ihr den heutigen Shop fandet. Also Top oder Flop. Für mich gibt's heute leider ein Flop. Auf die Endcard blende ich euch jetzt noch ein Video von gestern ein. Da habe ich über das Update gesprochen, was jetzt wahrscheinlich morgen oder übermorgen kommen wird. Genauere Infos auch zu diesen kostenlosen V-Bucks, die man in den neuen Challenges bekommen wird, findet ihr dann hier. Also klickt einfach mal drauf auf das Video und dann hören wir uns dort. Bis dann. Tschüss.